Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. So, ich hoffe mal, dass wir das irgendwie schaffen. Keine Ahnung. Schieß auf die Bindeglieder, um die Zugbrücke herunterzulassen, okay? Öffnet die Zugbrücke! Vorsicht, Pfeile! Nichts verlassen! Welche Bindeglieder? Hallo, ich hab dich gerade getroffen, du Arsch. Hat mir jetzt aber gerade nichts angezeigt. Ah, doch, ja, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt aber von der beschissenen Position aus. Nein! Och, man, geh doch einfach mal runter, wenn ich auf runtergehen drücke. Nein, du sollst da hochgehen. Stürmt die Feste! Keine Gnade! Genau richtig. So, einmal plündern hier. So, Jungs, öffne das Fallgatter. Welches Fallgatter? Ja, nimm jemand anderen, ist mir egal. Ich muss das Fallgatter irgendwie öffnen. Ja. Ich bin ja schon auf dem Weg. Oh, ich denke, die habe ich manipuliert. Hallo? Och, geh doch mal da hoch, Mann. Ist es so schwer? Oh, das war Sigurd. Okay. Genug jetzt. So, wie mache ich das Fallgatter jetzt auf? Sag mir das doch wenigstens. Hallo? Pfeile im Anflug. Leute. Hier ist irgendwas. Ach, das ist unten. Muss ich das von der anderen Seite dann machen oder wie? Bezahl für deine Sünden. Na, die gehen mir so auf den Sack, diese Idioten mit ihren Speeren, ehrlich. So, jetzt gib mir erstmal die Gelegenheit, wie soll ich diese scheiß Fallgitter hier öffnen? Jetzt ist es doch irgendwo oben, oder was? Och, wollt ihr mich denn verarschen, Leute? Wie wär's mal mit einer richtigen Anweisung? Geh da und dahin, keine Ahnung, drücke was weiß ich was. So ist das scheiße. Muss ich das jetzt von der anderen Seite machen, oder... Komm ich da... Muss ich da rein? Irgendwo? Vorsicht, der Schuss! Von den Seiten, strengt euch an! Okay, ich hab's auf jeden Fall jetzt gefunden. Ich brech dir das Rückgrat! Ach Leute, ernsthaft. Sterbt doch mal ein bisschen schneller. Ich habe hier eine Aufgabe. Ja,
Ja, komm, öffne. Los. Es ist offen. Geht doch. Gelang in den Innenhof. Weiter, Jungs. Wo war der Ausgang? Da. Und dann, wenn ich hier bin, was dann? Hallo, Edwin. Sie hat Waffen bei sich. Edwin, dieses Mal entkommst du nicht. Törichte Dänen, genieß dein erbärmliches Mal in Valhall. Nein, was macht die denn? Ein Berg Silber für jeden. Kann die jetzt auch mal was... Oh, wieso geht die jetzt auf den? Ist die doof, oder was? Da hast du deinen Lohn. Geh zu deinem Gott, wo immer er sich versteckt. Geht doch. Mann. Haben wir jetzt schon gefunden? Du hast das Weibsbild erledigt. Tu, was du tun musst, Tarn der Misthaufen. Ich hab meinem Schier und meinem Volk treu gedient. Ich weiß, wen von uns Gott bevorzugt. Eivor hat dich besiegt, also wird Eivor über dein Schicksal bestimmen. Verstoßen will ich sie nicht. Ich will sie einfach töten lassen. Aber... Ja, wenn sie jetzt schon sagt, er soll sich darum kümmern, hört sich auch so komisch an. Also verstoßen wir sie jetzt. Behandle ihre Wunden, kleide sie in Lumpen und schicke sie in die Heide, ins Exil. Du wirst aus Mercia verbannt, ohne Familie, ohne Titel und ohne Freunde, die dir Trost spenden. Ich werde gehen, bis meine Füße bluten und davon träumen, euch die Kehlen aufzureißen. Schafft sie weg! Siehste, und deswegen wollte ich sie umbringen. Aber die Option war ja leider nicht drin. Ich habe mein Wort gehalten. Ich vertraue darauf, dass du dasselbe tust. Unsere Völker sind per Eid verbunden. Ei, du hast uns geholfen, Eivor. Danke. Und solltest du uns je rufen, werde ich tun, was in meiner Macht steht. Das werde ich. Ganz sicher. Ihr solltet euch mit den Brandschatzen beeilen. König Elfred ist auf dem Weg und er kommt nicht allein. Na gut, aber wir haben die Möglichkeit bekommen. Treff dich mit Sigurd, der ist natürlich jetzt genau da, wo ich hin muss. Das ist gemein und das ist garantiert auch irgendwo unten drin. Naja, Mist. Ich würde nämlich gerne noch dieses Rüstungsding da finden. Ach, das ist direkt hier. Ah. Ein Schild, sehr schön. Nachricht des Spitzels, werte Lady. Wir haben deinen Wünschen entsprechend das dänische Gesindel beobachtet, das unsere Lande verdunkelt. Ich schicke diesen berittenen Boten, werte Dame, um zu berichten, dass dieselben Dänen in der Gesellschaft der verdammten Ketzerin Fulke gesehen wurden. Sie scheint irgendwie entkommen zu sein. Während ich dies schreibe, sind sie auf dem Weg zu dem verlassenen Turm, in dem sich einst ihr gerissener Freund, der uns keine Schwierigkeiten mehr macht, untergetaucht war. Dein demütiger Diener. Wer auch immer das jetzt war. Okay, wir haben aber noch was, oder ist das nicht hier? Nee, das ist, okay, das ist in großer Entfernung. Ja, wo ist er denn? Ist er da vorne? Da war doch gerade was grün. Hallo? Jetzt muss ich wieder hier hin. Ich denke mal, es wäre dann oben, oder? Sigurd. Brief von Alfred von Westsexe an Lady Eadwin.
Werte Eärdwin, ich bin weiterhin bereit, Unterstützung zu senden in Form von Soldaten und Vorräten, sollte dies nötig werden. Alfred Rex. Hieß Rex? Okay. Ah, das sind sie ja. Moment, haben wir hier noch irgend... Nein, ihr Idioten! Nicht mal plündern darf man hier in Ruhe. Siehst du? Die Zeichen der Alten, der Isu, der Götter, die aus Göttern hervorgingen. Das habe ich schon einmal gesehen. Ich kenne diese Worte. Ich... Wer sich an einer Schwelle wiederfindet, sollte sich gut umsehen. Denn wer weiß, welche Feinde in den Hallen dahinter lauern. Ich bin schon einmal über diese Schwelle getreten. Mit Sigurd. In einem Traum. Nicht einmal. Tausende Male. Tausende? Sigurd, spricht er zu dir? Ja, doch die Worte sind vernebelt, wie Schatten, und doch spüre ich ihre Bedeutung. Und die Esche, ich sehe den großen Baum des Lebens. Seine Äste strecken sich gen Himmel und öffnen den Weg. Du hast nicht zu viel versprochen. Alles, was du gesagt hast, ist wahr. Eivor, ich bin mehr, als ich zu sein scheine. So viel mehr. Das ist Zauberei, Sigurd. Schwarzer Seder. Hör nicht hin. Nein, das ist wahrhaftig. Das ist alles. Zu den Mauern! Zu den Mauern! Alfred kommt! König Alfred von Westhexer! Er kommt mit einem Heer von Soldaten! Haben wir noch Zeit zur Flucht? Die Männer sind erschöpft. Wir haben keine Aussicht auf Erfolg. Wir brauchen eine Waffenruhe. Wir müssen verhandeln. Ich werde sprechen. Und der König von Westhexer wird zuhören. Sicher? So wie ich es verstehe, König Alfred, spricht man deinen Namen nicht gern aus hier in Mercia. Doch bin ich nah genug an Westhexer, um von morgens bis abends meine Lobpreisungen zu hören. Dann geh zurück zu deinen glücklichen Untertanen und überlass die Belange Mercias den Dänen. Nicht bis eure heidnischen Kriegslieder weit außer Hörweite sind. Biete einen Handel an, Herr. Bitte, keine Geheimnisse. Beenden wir das hier, Herr. Tauschen wir Männer aus. Meine besten Krieger für eure, um Frieden zu wahren. Danach verlasst ihr Mercia. Wir ziehen uns in den Norden der Use zurück. Klingt angemessen. Wulfric! Mein Kriegstarn. Du gehst mit Gedrick, Bruder. Nenne deinen Mann. Jarl Sigurd. Ich biete mich selbst. Danke, Basim. König Alfred. Warte. Paladin Fulke, du bist in dieser Gefolgschaft? Das war ich, mein Herr. Um mir von Edwin zu holen, was rechtmäßig mir gehört. Sigurd ist der einzige Mann, den du brauchst. Er ist mehr wert als 20 andere. Er ist der Sohn eines Königs. Verräterische Schlange. Und seine Ketzereien sind tiefgreifend, mein Herr. Er hält sich für einen lebendigen Gott. Ich weide dich aus, Trollweib! Ich übergebe mich dir, König Alfred. Denn es ist nicht mein Schicksal, durch deine Hand zu sterben. Bruder. Habt Vertrauen.
dass der Herrgott über euch alle wacht. Dieser Mann ist gefährlich, mein Herr. Ich bewache ihn. Wenn du musst, aber behandle ihn ehrbar. Allen Göttern, Basim, was war das? Ich beschatte sie. Sie werden nicht entkommen. Ja. Und nun? Haben wir jetzt irgendeinen Auftrag? Kommt nichts? Hallo? Angeblich ist noch was im Questlog. Wo aber nichts drin ist. Das ist geil. Okay. Okay, nochmal 2 Punkte ist ja toll. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ja... Verwirrt, stehe neben mir, keine Ahnung. Erstatte Randvieh-Bericht. Das heißt, ich soll jetzt wieder nach Hause im Endeffekt. Weil die ist ja immer bei uns zu Hause. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, ich schaue noch mal, was ich hier alles so einsammeln kann eventuell. Und wir sehen uns dann gleich zu Hause bei Randvieh wieder. So, da sind wir auch schon. Und genau in diesem Moment muss natürlich draußen der Müllwagen vorbeifahren, damit wir bloß nichts mehr verstehen. Randvieh, unsere Arbeit in Oxina Fortschir ist getan. Doch der Preis war hoch. Das habe ich seit Ankunft des Briefes befürchtet. Er ist für dich von jemandem namens Fulke. Von Fulke? Götter, diese Drude. Er liegt dort auf dem Tisch. Oje. Brief von Fulke, an das Wolfsmahl. Der Selbstgezeugne segne dich, Eivor. Ich schreibe dir nur, um deine Sorgen zu stillen und dich wissen zu lassen, dass Sigurd in sicheren Händen und guter Gesellschaft ist. Ich werde ihn mit all der Fürsorge behandeln, die er verdient. Der Orden, zu dem ich gehöre, hat Verwendung für einen Mann wie ihn. In vielerlei Hinsicht ist er die Vollendung dessen, was wir anstreben. Ein Gott im Fleischgewand eines Menschen. Ich kann nur hoffen, dass er dies irgendwann so tiefgehend versteht, wie ich es tue, bevor sein Leid ihn zerbricht. Fulke, das Instrument. Fulke gehört dem Orden der Ältesten an. Demselben Orden, dem Kyutvi folgte. Und den Basim und Haitham zu vernichten geschworen haben. Eivor, was ist geschehen? Sigurd wurde von König Alfred gefangen genommen und eben jener Fulke übergeben. Einer äußerst gefährlichen Frau. Was hat sie mit ihm vor? Ich erspare dir Fulkes Geschwafel. Wichtig ist nur, dass Sigurd geholfen hat, ein Bündnis mit einem Tarn namens Gedrick zu schließen. Gedrick ist ein ehrenhafter Mann, der uns beistehen wird, wenn ich ihn rufe. Derweil wird Basim Fulke aufspüren. Warte auf seine Nachricht. Ja, müssen wir da nicht mit der Bündniskarte noch was machen? Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Nicht? Gehört ihr das nicht dazu? Hallo? Gehört ihr das nicht zu dem Auftrag jetzt dazu? Hier kann ich gar nichts sehen. Was ist das denn jetzt? Moment, wenn man ein Stückchen höher geht, dann ist es 190. Okay, also das 250 ist auf jeden Fall noch zu hoch. Wir haben jetzt knapp 176 oder so gerade mal. 130 ist natürlich perfekt. Cheolbert ist also nach Schrobeschir gereist. Das ist er. In eine schwierige Lage dazu. Der Schir steckt schon lange im Sumpf des Krieges gegen Rodri, König der Bretonen. Cheolbert hofft, einen Frieden mit den Bretonen des Westens auszuhandeln. Ein schwieriges Unterfangen für einen Grünschnabel. Ich hoffe, du konntest ihn gut darauf vorbereiten. Sicherlich. Aber ich halte es für besser, wenn du diesen Gesprächen beiwohnst. Wenn Cheolbert es schafft, erhalten wir ein wertvolles Bündnis. Ich breche gleich nach Schrobeschir auf.
Ich bin erleichtert. Er und Ivar sollten gerade in Quadford sein. Du findest es entlang des Säfern. Wenn Ivar bei ihm ist, werde ich dringend gebraucht. Ja, da wir, denke ich mal, im Moment eh nicht allzu viel machen können, was die Sache mit Sigurd angeht, habe ich jetzt einfach mal die nächste Quest angenommen bezüglich des Bündnisses. Wir warten dann einfach so lange, bis nochmal ein neuer Brief kommt, so wie sie es gesagt hat, oder vielleicht kommt der Bassim ja persönlich vorbei, ich weiß es nicht. Und machen dann natürlich auch mit der Quest weiter. Solange werden wir uns erstmal um Seolbert kümmern. Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.